Employer Prize, Bewertung des Chemielaborversuchs, 17.01. Eine 6. Chloe, ich muss mehr Einsatz von dir sehen oder du fällst in meinem Kurs durch. Die Qualität deiner Arbeit kann seit kurzem entspricht nicht deinem nicht dem Potenzial, das ich in dir sehe. Ich weiß, du kannst es besser. Ja, das haben wir ja schon gehört, ne? Sie liebt Chemie, aber ja, so, das Fach Chemie ist echt nicht so geil. Ich lass mal die Hausaufgaben einfach liegen, oder? Weil, naja. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Moral of the story, no one's ever really rescued. Ach ja, den Bongo kennen wir auch schon. Das Foto nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Chemiebuch auch. Oder auch nicht. If Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fucking possible? Was ist das hier? Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things about this place. Das kann ich mir aber relativ gut vorstellen bei dir. Dass du mit Justin kein Problem hast. Also nicht nur im freundschaftlichen Sinne. I should write a poem to mark the occasion. Something with imagery. Und weg damit. Absolutely, positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Ein Metal-Konzert. Tja. Ja, Metal, da steht nicht viel. Und weg damit. Finally, what I actually came here for. Na toll. Na, okay. Ich dachte, wir können vielleicht unterscheiden. Also so, aber nö. Ach, Chloe, Mann. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Chloe, hey, musst du mir was von deinem, musst du mir deinen Vorrat leihen? Verzweifelte Zeiten, okay? Ich verspreche, du kriegst das nächste Woche zurück, Justin. Ich glaube, damit hat Justin uns so ein bisschen gerettet, kann das sein? Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Okay.
Und damit nochmal herzlich willkommen zu Life is Strange Before the Storm, Episode 2. Das wird ja lustig mit David. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Mm-hmm. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way Real Max did. Okay. Ja, okay, das da. Haben wir denn, wie viele Seiten haben wir dann? Okay, eine neue. Okay, das ist einfach jetzt mal vorne. Max, wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist, um loszulassen, meine ich? Ich frage nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben es satt. Bye bye, Bay. Aber anstatt Spuren zu verschwinden, wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin nur recht irre. In vage verwandte Neuigkeiten wurde ich endlich von Blackwell suspendiert. Und Rachel ist vom Stück ausgeschlossen, was irgendwie noch schlimmer ist. Ich sollte unglücklich damit sein, Schulabbrecherin zu sein, aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch. So macht man ein Abgemädel. Chloe, die Austrittswunde. James und Rose. Du kannst normalen Leuten nicht trauen, frag Rachel. Ihr Vater scheint der normalste Typ auf der Welt zu sein, aber gleichzeitig ist er ein fremdgehendes Arschloch. Wenn ich darüber nachdenke, vielleicht ist das normal. Was wirklich traurig ist, ist, dass Rachel und ihre Eltern zuvor gut miteinander auskamen. James ist der neue Bezirksstaatsanwalt, weshalb Rachels Familie nach Orange County gezogen ist. Trotz seines Berufes verhält sich James nicht die ganze Zeit wie ein spießiger Gesetzesvollstrecker. Ungleich manch anderer möchte gern Vaterfiguren, die ich kenne. Rose, Rachels Mutter, scheint auch ziemlich in Ordnung? Offensichtlich liebt sie Rachel und James wirklich. Arme Frau. Was auch immer mit Rachels Familie geschieht, sie scheint ihre Eltern noch immer wirklich zu lieben. Und vielleicht ist das alles, was zählt. Ich hätte sicherlich lieber ein fremdgehendes Arschloch zum Vater als einen Toten. Ich weiß nicht. Okay, wir haben auch ein paar neue Nachrichten. Ray Wells hat unsere Nummer. Okay. Gut, aber gucken wir erstmal hier ein bisschen was von Joyce an. Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe, geht es dir gut? Chloe, bitte. Mir geht's gut. Gott sei Dank. Sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder, Chloe? Wirklich? Chloe, du kannst mir das nicht immer antun. Ich tue mein Bestes. Ja, die Joyce tut mir halt echt leid. Joyce tut mir halt wirklich, wirklich leid. Das ist halt echt... Oh.
Elliot. Heilige Sch... Nein, upsala. Achso, aha, okay. Heilige Scheiße, hast du Wells SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? ABFB-Warnung. Eilmeldung, Neuigkeiten zum Feuer. Acadia Bay Forstbehörde. Acadia Bay, Oregon. 2.02 Uhr. Samstag, 8. Mai 2010. Aktiver Waldbrand der Klasse D. Nicht unter Kontrolle. Lassen Sie Vorsicht walten. Siehe örtliche Medien für Straßenschließungen. Rachel. Ich hab's ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was gemerkt haben. Super. Du wurdest zu Spionin geboren. Springst du aus Zügen und so ein Scheiß? Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Ja. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Du bist auch nicht scheiße. Ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen. Wir müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. War's wert. Wells ist scheiße. Das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, wir rächen uns. Ray Wells. Mitglieder der Blackwell-Gemeinschaft, bitte seien Sie gewarnt, dass sich ein schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culmination Staatspark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Acadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie vom oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport- und Ausflugsaktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Alles klar. Dann gucken wir noch so ein bisschen weiter hier. Als Schiff, ja, das weiß ich schon. So, ein Schild, drogenfreie Zone. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Drogenfreie Zone. Sie sind innerhalb von 300 Metern einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. Ankündigung. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Aufgrund der großzügigen Unterstützung durch die Prescott-Stiftung wird Blackwell im nächsten Herbst mehrere neue Kurse anbieten, die künstlerischen Talente unserer Schüler fördern sollen. Kunst 101, visuelle Konzepte. Kunst 102, Einführung in Komposition. Kunst 103, Einführung in die Keramik. Kunst 201, Photoshop für Fortgeschrittene. Das könnte ich auch gut gebrauchen. Kunst 202, Einführung in die Charaktermodellierung und Animation. Das wäre auch echt cool. Kunst 301, Fotografie. Und Kunst 302, freies Lernen. Nur auf Einladung, besonderen Dank an Carolyn Prescott. Sehr schön. Also ich finde hier so Kunst 201 könnte ich gut gebrauchen. Kunst 202 wäre echt mega cool. Und Kunst 301 kennen wir ja, ne? Da ist ja eine ganz bestimmte Person in der Zukunft. Das wäre aber auch ziemlich cool. Dieser Tooltip da oben möchte unbedingt, dass ich renne. Kann das sein? So, jetzt ist er weg. Aufgeschlitztes Schloss. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Ja, wahrscheinlich. Wir können wirklich machen. Stage lights are for the Tempest. What could the Tempest use more of? Hasch oder Anarchie? All that's left is to get arrested. Bühnenhandschrift, Errungenschaft freigeschaltet. I hear the lighting is super important for setting the tone. Das ist schon ein bisschen assi, aber hey. But whenever I needed to bum one, no one here smokes.
fuck this place. Mhm, man sieht, wie hier niemand raucht. Glaublich. No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Tritt im Vortex-Club bei. Nein, danke. 15.05.2010. Der Sturmparty. Blackwell, Schwimmbad, alle Schüler von Blackwell willkommen. Kann es sein, dass sie vielleicht einfach zu jedem Naturereignis eine Party machen? Also ernsthaft jetzt. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Brandsicherheit, Flugblatt. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Ich auch nicht. Es war eine unglaublich mega amazing Szene, aber natürlich, wenn man so mal das im echten Leben so übertragen würde, wäre nicht so geil. Hohe Alarmstufe aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend des Acadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe. Kenne deine Rolle. Erstens, reagiere auf einen Feueralarm unverzüglich und in geordneter Weise. Zweitens, überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause. Drittens, bespreche das Notfallprotokoll mit deinen Eltern oder deiner Bezugsperson. Hilf dabei, Acadia Bay sicher zu halten. Joa. Ganz ehrlich, ich glaube, Acadia Bay ist halt einfach so der unsicherste Ort der Welt. So alles passiert da, egal was los ist. Wenn man sich irgendwie... So, ich meine, von der Natur her und so ist Acadia Bay halt unglaublich schön. Und ich würde halt eigentlich auch irgendwie voll gern wohnen. Aber so von der Sicherheit her sollte ich das dann doch vielleicht niederlassen. Einfach so, erst ein Waldbrand, dann ein riesiger Tornado und was weiß ich nicht auch alles. Also es ist echt einfach nicht normal. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn, I guess I will miss one thing about this place. Ach ja, die Miss Grant ist aber eine ganz nette. Also ich finde halt, ja, ne, von den Lehrern ist halt echt super nett. Das ist also, dann gibt es deutlich schlimmere. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Ja. Das stimmt allerdings. Ich habe mich gerade ehrlich ein bisschen vor diesem Kopf erschrocken, obwohl ich ihn halt eben schon gesehen habe, als die Sequenz war. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Wunderbar. Ich versuche so ein bisschen, ach, hier kommen Erkenntnisse. Ich versuche so ein bisschen, hier in Life is Strange sind ja die Kennzeichen so ein bisschen, paar Anspieler auf Serien und so weiter. Hier so ein bisschen, dann ist die Kenntnis. Dann haben wir denn noch so hier, ich versuche so ein bisschen die ganzen Sachen hier zu erkennen. Deswegen gucke ich mir auch immer so ein Auto ein bisschen genauer an. So, sehen wir jetzt erst mit Ellie oder gucken wir uns das hier an? Ich glaube, wir gucken uns erst mit dem Sticker hier an. My other vehicle is drama. Hallo, Elliot. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was suspended. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Ja, warum nicht? Okay. Ist ja schon süß. Ist ja schon süß von ihm, ne? Thanks. Yeah, it sucks for Rachel, too. She was kicked out of the play because of me. She'll live.